Badam! Und wir haben ihn überfahren. Das ist, wenn wir unter der Erde warten, so auf irgendein Rumpeln. Und dann so, oh, ich höre ein Auto, ich höre ein Auto, ich steck mal besser meinen Kopf. Und dann ist der Kopf ab. Wieso, wieso? Es gibt doch dieses Spiel da, weißt du? Wo dann so, so drei Erdmännchen irgendwie immer aus den Löchern gucken oder so. Und dann musst du draufhauen. Ja. So sind die. Die legen es einfach drauf an. Das stimmt. Die wollen überfahren werden. Vor allem sind die halt auch doof, ne? Dass die ihren Kopf so weit rausstecken, wenn die, wenn man die dann halt so einfach den Kopf von ihrem Körper trennen kann, wenn man da einfach mal drüber rutscht. Irgendwie schon. Sind selber schuld, die Doofbatze. Naja, gut für uns. Ja. Finde ich auch. Klopp. Komme ich jetzt hier drüber? Wir denn jetzt hier drüber? Ach ja, müssen wir bestimmt durchlaufen. Kann man nicht reinfahren? Tja. Und ich meine, muss man sich auch durchs Leben gehen. Witz, der Speicherpunkt ist an. Oh. Huch. Wer muss wen umlegen? Ein verrückter Matrose. Oh, die sind ja niedlich. Was ist denn da? Ach so, die Geschütze. Die halten aber nicht so viel aus, deswegen. Nö. Ist doch gut. Nein, ich kann noch eins. Was? Nee, nein, ich glaube nicht. Müssen wir jetzt hier über die Brücke? Wahrscheinlich. Ich gehe da einfach mal rüber jetzt, ja. Falls du nichts dagegen hast, also. Ich meine. Wie kannst du nur, wie kannst du es wagen, über diese Brücke zu gehen? Mir leid, ach du Scheiße, jetzt geht das wieder los. Du zerstörst mein Leben. Du willst es nicht anders. Indem du, oh nein, das ist nicht gut. Na super. Was ist denn los? Ich bin runtergegangen. Kann da mal stehen bleiben? Fucking badass Kanonier hier. Ja, das ist wirklich nicht gut. Egal. Bin wieder da. Ja, dann ist ja gut. Dann bin ich beruhigt, dann kann ich auch wieder sterben. Gut. Schön, dass du das so siehst. Da unten ist irgendwie so eine, so ein Auto, ne? Raiders Gefähr, Alter. Aua. Kann man das irgendwo kritisch treffen oder geht das nicht? Ich sterbe gleich. Dein Schild regeneriert sich doch schon wieder. Ja, du kannst sie kritisch treffen, indem du die Typen darauf triffst, oder nicht? Aber treffe ich doch. Ach so, es stand doch kritisch da. Huch. Hinter uns ist was. Was oder wer? Was? Wer? Hä? Ist schon gut. Lass uns hier rauflaufen. Ich glaube, dann sind wir gleich da. Oh, das ist wieder so ein Geschütz. Wo? Schon weg. Dort oben drauf, oder was? Ey! Kann er mal aufhören wegzulaufen? Oh. Raserei anhäufen! Los! Wir kommen jetzt so hoch. Bam! Geschütz zerstört. Wo hoch? Naja, da hoch, hoch. Ich weiß nicht, schätze mal, man muss hier einfach irgendwo einen Hebel umlegen, oder? Ach, hier ist ein Hebel. Und dann geht die Tür auf und dann kommt da ein Badass-Kanonier raus. Ja. Ring, da ring, da rung. Und tot ist er. Oh, Backe! Oh, Mann! What? Hallo. The Rust Yards.
Du. Herbert, der Typ, den du suchst? Ich habe ihn vor einigen Monaten mal an Bord genommen. Herbert. Wieso Herbert? Na, der Typ, den wir besuchen, ist von der Hauptquest. Ja, schon klar, aber warum heißt der Herbert? Warum nicht? Der Name. Warum heißt du Unicorn Squish? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, und falls Herbert nach mir fragt, sag bloß. Oh, nicht. Fuck. Pulverjunge. Ich mag Pulverjungen. Kann man so schön einfach in die Luft gehen. Und in Ankommern. Oh, fuck. Aua. Die sind, glaube ich, ganz böse. Aua. Ja. Ups, jetzt hat er mich runtergekickt hier. Du solltest auch runterkommen. Damit wir uns wenigstens wiederbeleben können. Was? Was für Alligator? Du willst es nicht anders. Ich kann ihn nicht mehr zurückhalten. Alligator? Kriegst Was den mit dem Piraten-Ninja? Ja. Kriegst du den Tod? Okay. Dann kümmere ich mich um den Ankermann. Oder auch nicht. Also, dober Plünderer. Ah, was? Wütender Kajütenjunge. Was war denn das jetzt? Der Ankermann. Wo bist du? Ach, ich du lebst. Ich bin wieder am Leben, wie auch immer ich das gemacht habe. Und Walfänger. Walfänger. Was ist denn hier los? Ist ja witzig, ey. Guck mal, da hinten gibt's eine Quest. Juhu. Ich will zu der Quest. Ich will zu der Quest. Ich will nicht darunter. Ich glaube, da geht's nicht lang. Habe ich so das dumme Gefühl. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Oh, hier ist ein Schalter. Ein Schalter, den man wieder noch nicht benutzen kann. Da kann man dann kurz hier rüberfahren, wahrscheinlich. Oh, guck mal, ein Raketenwerfer. Ein Raketenwerfer. Cool, der ist besser als meine. Raketenwerfer for you. Oh, cool, eine leere Kiste. Noch eine. Dass da gar nichts drin ist, ey. Ich brauch mal ein paar Granaten. Granaten. Ja, ein paar Granaten. Brauch ich. Didipdim. Das wird dir gefallen. Was denn? Hallo? 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 Oh, ich sehe Gutfühlnadeln. Oh, ich sehe Gutfühlnadeln. Was? Bettes Kanonier? Jetzt will ich Oh, den Snapperchen. Snapperchen? Oh, fuck off, ey. Meinst du den Jungfernschütze hier? Jungfernschütze? Ja. Den töte ich, damit ich wieder lebe. Wenn's recht ist. Okay. Drecksbett ist Kanonier, ey. Oh nein, du hast meine Granate weggeschubst. What the fuck? Was, ich? Ja. Die springt jetzt sonst wohin. Du bist vor mich gelaufen, als ich die Granate geworfen habe. Jetzt ist die sonst wohin weggeprallt. Entschuldigung, hab ich nicht bemerkt. Warum machst du das? Jetzt hab ich eine gewastet. Mann, ach Gott sei Dank, hier liegt eine drin. Ja. Unglaublich, echt. Hier ist noch eine. Aua! Was ist denn da schon wieder los hier? Ach fuck, nein, bitte kein verfluchter Pirat. Und er hat mich getötet. Kannst du mich wiederbeleben? Ich versuch's. Der Ankermann hat mich zu sich gezogen mit seinen Ankern. Das war böse und jetzt bin ich tot. Versuch den Ankermann zu töten. Nicht weinen, wenn ich dir die Lunge zwischen den Rippen raus. Hallo? Ich wollte gerade sagen, geh weg von mir, der verfluchte Pirat springt mich an und ja. Na gut. Das sind die schlimmsten Kackviecher hier. So ein Scheiß. Wo ist denn der andere hier? Ich hab keine Ahnung, was hat du meinst. Hat er sich geheilt? Ja, der verfluchte Pirat, das ist doch der sich immer anspringt und sich heilt. Ja, sich heilt. Oh, wo du nichts machen kannst, wenn du tot bist gegen die.
Mist, wie ja. Die sind so oberbehindert, das ist unglaublich. Oh fuck. Ich lauf, du knallst ihn ab. Moment. Ja gut. Es sind zwei verfluchte Piraten. Knall ihn ab, ich laufe einfach nur. Oh shit, der kommt zu dir, oder? Mhm. Pass auf. Komm runter, Gipf, komm runter, Gipf, zu mir. Und jetzt lass ihn uns platt machen. Sehr gut. Wo ist der andere? Wo ist der hin? Das ist eine gute Frage. Oh. Ach, der ist hinter dir. Ja. Der darf nicht springen. Oh shit. Shit. Egal, ignoriere mich einfach. Muss ich ja. Scheiße. Mist, wie. Na komm schon. Ah, oh, Gott sei Dank. Oh, das war jetzt. Der cool. Raketenwerfer. Der hat's gerissen. Ey, die sind, die heilen sich aber auch um so viel. Die mehr als die Hälfte heilen die sich dann voll. Das ist so unnormal. Ja, die sind echt blöd, die Viecher. Die sind voll behindert, die Kackdinger. Bisschen OP. Ein bisschen ist gut. Das sind wie die Schurken, die mit einer Schrotflinte auf 10 Kilometer Entfernung alles treffen. Alter. Du bist so ein Badass. Ich? Ja. Ich? Oh Gott, was kommt denn da? Oh, zwei Ankor-Männer. Cool. Ach, die reflektieren auch noch. Oh oh, oh oh. Ja, 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 ja. Super. Was denn? Scheiße, fick dich doch. Komm nochmal. Was? Hä? Warum bin ich. Ich kille deine. Keine Ahnung. Das ich hab den echt nur geslackt und dann hab ich aufgehört zu schießen. Hier ist ein Skin. Warcraft Skin-Anpassung, ja. Und was ist hier drin? Hier ist bestimmt der Typ drin, oder? Der Einsiedler. Nee. Ach so. Was ist denn hier drin? Das ist eine gute Frage. Mann, geh weg. Rusty Cooksettle nennt. Da würde ich jetzt irgendwie nicht hin, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier sogar durch. Aber wir gehen nicht. Ja. Na gut. Aber, ja, lass uns gleich erstmal in die andere Richtung gehen. Dort, wo noch die Quest, andere Quest offen ist. Okay. Und zwar die mit dem Typ hier. Deserteur, Tipsies. Dann müssen wir irgendwo hier nach links jetzt, ne? Ach ne, das ist ja die. Das mit der Deserteur ist hier. Also müssen wir schon hier lang. Hä? Na gut. Ich hab grad Deserteur aktiviert und der ist dort hinten. Wenn du da gerade hintergehst wohl. Ach so. Okay. Schätze ich mal. Sieht zumindest so aus, ne? Fucking wütender Kajütenjunge. Stirb, Mann! Der Badass-Kanonier hat sich wieder ein bisschen geheilt. Hör auf, meine Kumpels zu killen. Oh fuck. Was hat mich denn jetzt erwischt? Ich nehme mal an, der Schurke da unten, oder was ist denn der brutale Pirat? Jetzt erfahre ich nie, wo die ihr Wasser verstecken. Oder der, ja. Der hier direkt vor uns steht. Wo auch immer der plötzlich herkommt. Aus dem Nichts. Huch. Da ist noch ein brutaler Pirat gewesen.
Huch, weißt du, warum du solche Sachen fragst, ob der nochmal wird? Natürlich nicht, wenn du dem in den Kopf geschossen hast. Oh, guck mal. Was wird das wohl sein? Ja. Das Piratenbordell hier. Hallo. Ich finde es das lustig, dass hier diese Leitern so rumhängen. Also ich mach jetzt hier erstmal ein bisschen was auf. Mach das. Oh. Kiste. Nur grünes Scrapzeug drin. Landratte, töte 150 Piraten. Überall Wasser, ich sehe keins. Hier, friss das, Kollege. Oh, jetzt Achtung. Gut. Klasse. Jetzt ist die hier hochgegangen. Direkt Friendly Fire. Direkt, ja, für mich selber schon. Ach scheiße, ein verfluchter Pirat. Ja, super. Wo ist der hin? Aua. Zu mir. Im Raketenwerfer. Gibt's hier nicht noch irgendwelche anderen Sachen, die man töten kann? Nee, irgendwie nicht. Oh, Scheiße. Schieß noch einmal auf, ne? Dann ist er tot. Verdammt. Wo bist du? Tot. Oh, Mann. Hauptsache, der scheiß Pirat ist weg. Oh, nein. Ich bin ja ganz draußen, ne? Oh, nö. Ganz am Anfang. Ist auch komisch, dass da kein Savepoint zwischendrin kommt. Das ist ja ein ganz schönes Stück hier. Naja, ich komme. Du kannst ja schon weitermachen, wenn du willst. Ja, mal schauen. Wie weit ich komme. Ob das so gut ist, wenn ich weitermache. Keine Ahnung. Jedenfalls machst du dann EP gut, zumindest ein paar. Ja, was haben die bitte für eine Range? Unglaublich. Du doch auch. Nur ich bin Nahkämpfer. Du hast mindestens genauso viel Range wie die. Und machst auch Schaden. Mit dem Zeug. Wo kommt der jetzt her? Ah, nein. Shit. Oh. Kriegst du den Tod? Ich hoffe es. Ja. Sieht so aus. Weil das hätte ich wahrscheinlich nicht ganz geschafft. Ach, da ist der zahnlose Terry. Was? Da ist der zahnlose Terry. Siehst du ihn schon, oder was? Ja. Ich sehe nur einen Pulverjungen. Hallo, Schurke? Lässig! Ich treffe nicht mal das Fass auf die Drecksentfernung hier. Alter, was schießt denn der? Ich fühle, wie die Raserei für rote Kugeln. Ach, fuck. Hey, pst. Das ist der Terry, der schießt. Sehr fetzig. Fast Death Trap. Der zahnlose Terry. Der war auch tot. Mist, ich hab den Namen von diesem Deserteur vergessen. War irgendwas, was für Männer und Frauen geht. Taylor, Tanner, irgend sowas. Tut mir echt leid, einen Typen zu killen, dessen Namen ich nicht kenne. Terry, er hieß Terry. Oh, wo kommt der jetzt her? Ja, da kam der oben runtergehüpft halt. Das waren dann wohl alle. Komm zurück, wenn du fertig bist. Das ist jetzt. Du hast gerade schwer Scheiße. Töte es. Was war dein Death Trap? Oder es verbrannt von mir, das kann auch sein. Keine Ahnung. Was heißt Arigato? Was? Was heißt Arigato? Danke. Auf Japanisch. Das hat deine gerade gesagt. Blutdrink. Okay. Blutdrink. Ist hier irgendwo eine Kiste? Sieht nicht so aus. Dann lass uns hier weitergehen. Moment. Niemals! Ich momente nicht. Hui! Wo geht's denn hier hin? Oh, hier ist eine Kiste. Oh, wie kommt man da? Ja, so. Zack!
müssen Und hoch. Es ist nur Crap drin. Ah, wie immer. Beziehungsweise wie so oft. Wie bist du jetzt hingekommen? Da runtergesprungen? Ja, nee, nicht gesprungen. Einfach hier runtergelaufen. So. Ja. Ich würde da nicht runterhüpfen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Meinst du, ich fall hier runter? Nee. Ach so, guck mal, man musste sogar dort durch. Wenn du jetzt auf die Map guckst, siehst du, dass du dort durch musstest. Dann ist ja alles gut. Achso, dann können wir mal hier noch umschalten auf die Quest, die wir haben. Ein Siedler. Warum hat's denn hier den komischen... Ach, waren wir da über uns? Kommen wir jetzt auf das coole Schiff oder was? Oh, was geht denn jetzt ab? Zeit für Roboter-Action! Was ist denn hier? Wo hast du denn jetzt beide Rande aufgegabelt? Keine Ahnung, die waren plötzlich da. Nicht nur einer. Ach nee, ein Feuer. Ach, voll in den Arsch. Bam, ist er zerplatzt. Ich hab's gesehen. Ach, meinst du, das ist das Schiff, was man in Oasis rausgucken sieht? Vielleicht. Das wäre natürlich krass. Cool. Geht's hier noch weiter? Lass uns mal noch hier gucken. Oh, scheiße. Hier geht's noch sehr weit weiter. Ja, dann lass uns dann aufgehen. Oh Mann. Riesengebiet hier. Komm, bestimmt mal hin für eine Quest oder Super. So. Super. War das jetzt etwas zu weit? Ach, ist jetzt geedet oder was? Ja, scheinbar. Ach Mensch. Du machst Sachen. Na ja, gut, haben resettet. Wupp. Cooler Aufzug. Benutze Herberts Aufzug. Klopfe an Herberts Tür. Vor allem der Einsiedler wohnt da allein auf diesem Riesenschiff, oder was? Warum denn nicht? Mann. Ja, gut. Außerdem weißt du gar nicht, ob der auf dem Schiff wohnt. Guck mal, wir müssen gar nicht zu dem Schiff. Ach stimmt, ach schade. Ich mag immer auf das Schiff. Ja, das wäre cool, ne? Huch. Huch. Da sind beide Randtasten gesehen. Mhm. Oh, Alter. Jetzt reicht's mir aber. Ja. Jetzt habe ich zwar für einen mein Dingens angeschalten, aber egal. Wo wird hier noch eine Quest angezeigt? Da hinten irgendwo. Können wir gleich gucken, wir gehen erstmal zum Herbert. Alter, noch ein Zug. Hast du wieder was? Ja, wo kam der denn jetzt schon wieder her? Ach so, ein Feuerspucker vor allen Dingen. Ein Drecksvieh. Ja, ein Pionier. Scheiß Vieh. Ja, ja. Sah lustig aus, wie du jetzt extra hinter den gerannt bist, um den in den Arsch zu schießen. Guck mal, hier sind ganz viele Schiffe kreuzen. Guck dir das mal an. Komm mal herum. Stimmt. Dort, wo wir gerade durch sind, dort, wo der Typ war, den wir killen mussten, das war auch ein Schiff, das hier so quer rüber liegt. Gut, wie die alle geparkt haben hier. Das ist ziemlich krass. Also ich finde das echt cool. Ja, cool gemacht. Ach, hier hat er seine Hütte. Soll ich da mal klopfen? Mach das. Moment, Sekunde bitte. Karl, bist du das? Der Herbert. Ah, du bist nicht Scarlett, aber ich rieche ihren Duft an dir. Das Herz. Sie will das letzte Kompassteil, richtig? Ah, ja. Genähtes Herz mit Scarlett. Unterhalten wir uns, wir beide. Warum hat er eine Eisenplatte am Kopf? Ich weiß es nicht. Guck mal, der hat auch ein Foto von Scarlett her. Ja, nicht nur ein Foto. Ach du Scheiße. Ich glaube, er mag sie. Vor allen Dingen das Bein von der, oder? Was? Das abgeschossene Bein hier, da liegen Knochen. Neben der Hose, neben der Unterhose. Und da hat zwei Unterhosen. Und hier ist noch eine Fotowand und noch mehr Fotos. Und sowieso. Richtig viele Fotos. Viele Fotos. War das mal seine Freundin? Hier sieht es ein bisschen aus wie... hier ganz links oben sieht ein bisschen aus wie... Dingens. Na, One Piece. Und das hier auch. Das hier auch wieder links oben. Da steht wahrscheinlich einfach nur auf die...